16. August 1962. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Anfang gebe ich euch Kraft. Er beklagt sich erneut. Meine Tochter, wie sorglos leben viele meiner Geweihte. Wie viel Zeit verschwenden sie durch Müßiggang zu ihrem Vergnügen. Auch mir werfen sie wie einem Bettler einige vom Tisch herabfallende Brotsamen hin. Und ich dulde dies schon seit langer Zeit. Aber wie lange noch? Wenn die Geduld meines Vaters zu Ende geht, wehe euch. Seine strafende Hand wird niemand zurückhalten können. Auch ich muss euch sagen, weichet von mir, ihr Verfluchten, denn ihr habt die Anliegen meines Reiches nicht vertreten, ihr ließet nicht zur Geltung kommen, wofür ich euch berufen habe. Ich ging euch nach. Wie oft ermahnte ich euch, und ihr habt mich durch eine Handbewegung erledigt, in einer sogar für einen Bettler beleidigenden Weise. Seine Worte haben meine Seele mit wehmutsvoller Trauer erfüllt. An demselben Tag hat die heiligste Jungfrau Folgendes mit mir sozusagen besprochen. Zum Anfang gebe ich euch Kraft, die trotz vieler Einwände und boshafter Hindernisse doch zur Geltung kommen wird. Die Leiden, die ich dir schicke, sind körperliche Leiden, innere Qualen und Trockenheit. Nimm sie an, du wirst dafür von Sünden verschont. Wir lassen nicht zu, dass du dich von uns trennst. Du bist hier zu unseren Füßen und wir überhäufen dich mit grenzenlosen Gnaden. Deine Fehler und Armseligkeiten lassen wir deiner Seele zugutekommen. Sie halten dich ständig in Demut. Das sei deine ganze Sorge. Unser Anliegen kann nur eine demütige Seele vertreten. Hab keine Angst. Du leidest nicht alleine, du leidest mit mir, mit uns. Für die vielen Einwände gegen unser heiliges Vorhaben von Seiten der Mitgeweihten musst du viele Leiden durchstehen. Wir wissen, dass du sie in Liebe übernimmst. Wir sehen deine inneren und äußeren Leiden und wie du dich in Gedanken schon seit Monaten mit meiner Liebesflamme beschäftigst. Du verstehst auch, dass man dazu eine beharrliche Kraft braucht. Meine himmlische Mutter, meine schwachen Kräfte nähren sich auch von dir. Der Herr Jesus, hab Vertrauen, meine Tochter, Gottes Pläne kann niemand durchstreichen. Wahr ist, dass ich für mein Erlösungswerk auch eure Kräfte brauche. Niemand von euch will ich verloren gehen lassen. Satan entfacht gegen die Menschen einen so heftigen Kampf wie noch nie. Heute, wo der Herr Jesus mit mir sprach, belehrte er mich auch. Sei meine Dienstmagd. Sei immer festlich gestimmt. Wer mir dient, dem muss jeder Tag ein Festtag sein. Lass nichts und niemand in die Nähe deiner Seele kommen, der deine festliche Stimmung stören könnte. Achte auf dein hochzeitliches Kleid und strahle Freude aus. Wo du nur erscheinst, soll man bei dir merken, dass du täglich am himmlischen Gastmahl teilnimmst. Wünsche, dass auch andere einen Anteil davon erbitten. Mein Reich sei dein einziges Hauptziel. Seid mutig, bekennt mich vor den Menschen. Weißt du, wie viele Seelen es gibt, die nur aus Feigheit nicht in meine Nähe kommen? Tu nichts ohne mich. Du sollst keinen einzigen Gedanken haben, in den du mich nicht hineinnimmst. Ich gebe euch doch die Vernunft. Leider sind es so wenige, die sich dafür bedanken. Auch du hast dich bis jetzt nicht dafür bedankt. Ohne den Besitz des Verstandes wäret ihr doch nicht mehr als die anderen Geschöpfe.
was die menschliche Vernunft schafft, entspringt aus meiner Vernunft. Bedanke dich für diese wunderbare Vernunft, auch anstelle anderer. Ich habe leider keinen Seelenführer, dem ich die in meinem Innern sich vollziehenden Vorkommnisse anvertrauen könnte. Ich müsste ihn vielem um seinen Rat bitten. Der Herr Jesus gab mir unerwartet Antwort. Siehst du, deine Kleingläubigkeit, warum bist du ungeduldig? Es ist meine Sache, wann und welchen Seelenführer ich dir zukommen lasse. Hab keine Angst. Ich werde dir einen Seelenführer geben nach meinem Herzen. Hab keine Angst. Ich verlasse dich nie. Seine Worte waren ermunternd und beruhigten mich. Einmal beklagte ich mich beim Herrn Jesus. Mein Herr, es fällt mir so schwer, meine Speisen unschmackhaft zu machen. Er war sehr gerührt und sprach lange und viel mit mir. Schade, dass ich seine Worte nicht niedergeschrieben habe, obwohl er mich oft darum bat. Aber häufig schmelzen sie in meinem Inneren so zusammen, dass ich sie nicht zum Ausdruck bringen kann. Der Herr Jesus hat mir versprochen, mir für die Nachtwache eine besondere Stärkung zu geben. Ich solle mich nur mit allen Kräften aufraffen. An diesem Abend versprach er mir, mich in der Nacht zu wecken. Welche Freude erfüllte mein Herz, als ich in der Nacht seine spürbare Anwesenheit merkte. Schnell verging die Nachtwache mit ihm. Während ich in Vereinigung mit ihm versunken war, geschah etwas Wunderbares. In größter Demut meiner Seele schreibe ich dies nieder. Als wir am stillen Sommerabend so vertraulich miteinander sprachen, war das Gespräch plötzlich unterbrochen. Er ging unbemerkt fort. Er ließ mich gewahr werden, dass er nachsinnend vor unserem Hause stünde und fing an, mir die Verdienste der Kinderjahre in unserer Familie aufzuzählen, die Tugenden, die ich schon im Kindesalter mit meinen Kindern üben ließ. Als Verdienst erwähnte er die vertraulichen Abendgebete und bemerkte eigens, wie sehr ihm jenes Stoßgebet gefiel, das wir nach dem Abendgebet verrichteten. Er berief sich auch über die Wehe unserer Familie an sein heiligstes Herz. Er bewegte sich auch hernach nicht, er stand weiter. Ich empfand seine beseligende Anwesenheit und war sehr gerührt. Von unserer Seite wird er von so vielen Beleidigungen getroffen und ist dennoch voller Güte. Dann sprach er: Ich segne dieses Haus, das meinem heiligsten Herzen geweiht ist. Seelenerquickend war es, diesen Segen zu vernehmen, den er lange vor unserem Haus verweilend unserer Familie gab. Hernach rührte er sich noch immer nicht. Seine Anwesenheit voller Güte und Majestät ließ er mich noch lange wahrnehmen. Ich war sehr ergriffen und konnte als kleines Nichts nur bitten: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein großer Sünder. Er antwortete darauf: Unsere Mutter verpflichtete mich dazu. Auf ihre Bitte hin gab ich deinem Hausvolk meinen Segen, denn du bist es in diesem Hause, die mit der ganzen Sehnsucht deines Herzens danach verlangt, die Liebesflamme ihres Herzens weiterzugeben. Hernach begann die heiligste Jungfrau mit mir zu sprechen. Sie bat mich, für die Seele zu beten, die mein heiliges Anliegen nicht für würdig hielt, in die Hand zu nehmen, obwohl ich ihr bezüglich deiner Persönlichkeit Erleuchtung gab. Ich weiß, du litt sehr darunter, als er dich ablehnte.
mein göttlicher Sohn, vereinigte deine Leiden mit seinen Leiden. Und jetzt bereite dich auf noch größere seelische und körperliche Leiden vor, in welcher Form und Größe sie auch über dich hereinbrechen werden. Weiche ihnen nicht aus, sei demütig, geduldig und beharrlich. Als die heiligste Jungfrau ihre Worte beendet hatte, wurde mir bange. Leiden, versprach sie mir, auch schon früher, aber jetzt bebte mein Inneres. Alles erscheint mir so dunkel und unsicher. Die Schwierigkeiten in der Erfolgslosigkeit des Anliegens bäumen sich vor mir erschreckend auf. Mein anbetungswürdiger Jesus und du, meine heiligste Mutter, ich habe Angst vor den kommenden Leiden und vor Demütigungen. Bindet mich eng an euch. Ich befand mich gerade in der Kirche zur Anbetung. Während meines Verweilens übte jemand Orgelmusik. Der Herr Jesus sprach unerwartet in meiner Seele. Meine Tochter, ich sehe, wie du dich abplagst, die falschen Töne stören dich. Eure an mich gerichteten Worte sind auch oft zerstreut, und mit eurem Ton greift ihr daneben. Ich warte in Geduld und Liebe auf den klaren Klang eurer an mich gerichteten Worte und Töne. Sei auch du mit dir und mit anderen geduldiger. Einmal wollte ich mich nach der 7 Uhr heilige Messe vom Herrn verabschieden. In sanftem Ton hielt er mich zurück. Warum willst du schon fort von mir? Gehen wir denn nicht zusammen? Geh doch nicht. Warum beeilst du dich so sehr? Ich wollte im Garten jäten, weil das Wetter dafür günstig war. Willst du an der folgenden heiligen Messe nicht teilnehmen? Weißt du, warum ich dich so nahe zu mir gerufen habe? Das für mich gebrachte Opfer soll dir vor allem anderen gelten. Was habe ich dir gesagt? Deine Verdienste sind die Leiden, in welcher Form ich sie dir auch darreiche. Bedecke meine heiligen Hände mit deinem Kuss. Hast du vergessen, dass ich dich auf deine Bitte hin an meine heilige Füße gekettet habe? Warum willst du vergängliche Dinge in den Vordergrund stellen? Oder hast du kein Vertrauen in den Wert der Leiden? Ich gab deinen Leiden einen Wert, und wenn du ihn nicht würdigst, würde es mich schmerzen. Ich müsste glauben, dass du sie nicht aus Liebe annimmst. Ohne Liebe hat aber das Ganze keinen Wert. Ein anderes Mal hat der Herr Jesus mich so belehrt. Meine kleine Karmeliterin, schweige viel. Wundere dich nicht, warum ich dir das so oft sage. Weißt du, wer der wahre Weise ist? Wer viel schweigt. Die wahre Weisheit wird im Boden des Schweigens reif und kann nur in der Stille ihre Wurzel schlagen. Darum belehre ich dich. Ich bin dein Meister. Auch ich habe mich auf mein 3-jähriges Wirken durch ein 30-jähriges Schweigen vorbereitet. Da ich dein Meister bin, wirst du bei mir auch weise werden. Sprich nur dann, wenn ich dir dafür das Zeichen gebe. Und dann sprich so, wie du es von mir gelernt hast und so, wie ich es sagen würde. Ahme mich also nach. Du wirst sehen, dass wenige Worte viele und gute Früchte in den Seelen bringen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.